Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders 2. Wir haben das letzte Mal die Scheune beendet. Erst gab es hier eine Folge mit ein paar Tipps, dann habe ich mit der Scheune angefangen und jetzt machen wir hier die Tierbehausung. Oder, na ja, gut, eher Tierbehausung, ne? Ah, hier so. Wir brauchen da einmal das da. Dann brauchen wir... solche... Genau. Hä? Die Pflanze ist zu niedrig, ne? Hey, Malle. So. Weil dann passt das nämlich noch mit dahin. Hä? Ah, jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Große Tierbehausung. Machen wir jetzt auf der Seite genauso. Hier der Heuballen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hä? Wa? Okay. Ach, leck mich. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So. Dann haben wir jetzt das. Ich hätte es gar nicht höher hängen brauchen. Machen wir jetzt aber trotzdem. Warte mal. Naja, da oben zählt es aber nicht fürs... Ding, ne? Ah, sehr schön. Unser erster Ghost in unserer Kirby aussuchen. Ist ein bisschen mickrig, ne? Für das, dass man. Ach, egal. Jetzt müssen wir mal schauen. Was gab's denn dann noch? Tierbehausung. Koppel, Weizengras, Holztor, Heuhaufen. Weizengras. Haben wir Weizengras dabei? Reis. Gras. Haben wir nicht mal irgendwann Weizengras abgebaut? Scheinbar nicht. Sheet. Aber wir haben doch bestimmt Samen dafür, oder? Heilpflanzen, Milchblüten, Bambus. Weizen, Samen. Ach Gott, wir haben doch die ganzen... Dinger eingelagert, ne? So, daher. Nein. Stehst du mitten im Fluss und singst? Wow. Sonnenblumen, Weizensamen. Lauch, Bohnen, Melonen. Weizengrassamen. Da brauchen wir jetzt dann eine Schwingtür. Oder ne, wir machen ein Holztor. Dann brauchen wir einen Zaun. Und wir brauchen ein Weizengras, Weizengraszeugs da. Was war denn das nochmal? Oh, ich hab das da oben. Okay, passt schon. Und dann könnte man ja eigentlich eine kleine Koppel noch neben dran bauen. Yep.
So, so. So. Ja gut, kleine Koppel, ne? Ja. Ist da... Kann ich den hier einfach pflanzen? Tatsächlich. Wird schon irgendwas werden. Das wird aber erst, wenn es dann abgebaut ist, ne? Shit. Jetzt, wenn ich auf eine Insel gehen würde, könnte ich das gleich abbauen. Ah, da ist noch ein Mais. Das letzte habe ich noch nie. Tafelziele. Baue einen Bauernhof. Hä? Bauernhof? Was ist passiert? Hammerstarke Arbeit, da jetzt den perfekten Stall für sie hast, wirst du wahrscheinlich einige Tiere für dich gewinnen. Beste Weg und Herz eines Tieres führt durch dessen Magen. Wenn du also ein Tier glücklich machen willst, dann gib ihm etwas Futter. Stets mit einem ausreichenden Futter und die darin lebenden Tiere werden dich lieben. Noch vier weitere Tafelziele, okay. Bitte füttern. Deine Tiere sind glücklicher, wenn du sie fütterst. Katzen und Hunde fressen aus einem Tiernapf, während andere Tiere Feldfrüchte bevorzugen und sich mit Weizengras begnügen. Okay. Ah, das ist doch schon gewachsen. Cool. Ist jetzt eigentlich markiert auf dem auf der Karte? Nö. Nimm hier einen Schleim, wir haben hier ein Hühnchen. Hä? Was ist jetzt passiert? Wow! Hallo? Ach so, die freuen sich und dann sind sie dahin und. Hey, ihr versaut mir mein ganzes Ding mit euren verdammten Herzen. Wir müssen mal andere Tiere mit herholen. Was haben wir hier? Das ist das, wo wir jetzt sind. Umsiedeln, zack. Was haben wir hier eigentlich? Noch ein Schaf. Die anderen können wir ja eigentlich lassen. Was haben wir, wie viele Hunde haben wir hier? Zwei Hunde. Ja, die Hunde können wir so lassen. Boah, Alter! Hilfe, Überfall, Überfall! Die Schafe kommen, um unser Land zu stehlen. Sie wollen uns alle grausam mit ihrer Wolle erdolchen. Ich hab's vergessen. Ermorden. Warum zur Hölle stehst du da oben, Alter? Wie bist du denn überhaupt hochgekommen? Ihr macht mich fertig, ey. So, genau. Jetzt haben wir hier noch eine Leiter, die wo nach oben führt. Ernsthaft? Warum laufen wir jetzt zwei woanders hin? Sollte ich hier eine Tür reinmachen, dass die von da aus reinkommen? Ich finde es gerade irgendwie cool, dass die da einfach reingehen.
Natürlich machen wir das jetzt größer. Nein, jetzt hör doch auf. So. Noch mehr Gras. Wir müssen mehr Gras anbauen, das können wir dann verkaufen. Eine Tüte, eine Mark. Und ihr wollt jetzt wahrscheinlich Fleisch haben, ne? Oh, ich hab kaum Fleisch. Okay, ich kann da einen Haufen Fleisch reinlegen, sehe ich gerade. Der legt alles rein. Alter. Gewöhnt euch nicht dran. So viel Fleisch habe ich nämlich jetzt auch wieder nicht. Alter, was ist mit den Viechern los? Geil, und noch die Hühnchen rennen da dran drum. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Warte mal, warte mal. Eigentlich wollte ich die erst am Schluss setzen. Wir haben da so schöne Bäumchen. Mal einen kleinen auch ein bisschen setzen. Ah Mist, da müssen wir jetzt dann aber auch. Da kommt jetzt der Perfektionismus wieder durch. Kommt weg. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Da. Und zwar so. Ja. Halt, ich wollte ja. Ja, doch, warte, ich habe das ja rausgezogen. Hier. Schaut ein bisschen doof aus, aber passt schon. Es geht eins zu weit, ne? Ja, wurscht, dann machen wir so. Aber eigentlich müssten wir. Aha! Ich hab den weggewechselt. Ah, verdammt. Na ja, gut, es ist ja nicht so, als ob ich keine Bäume mehr holen könnte. Das könnten wir aber auch eigentlich oben machen, oder? Ja, was ist mit dir los? Indem wir da oben eine Scheune reinmachen? Nee. Aber mal extra Häuschen. Das hier? Nee. Genau, das bauen wir jetzt dann neben dem da. Dann machen wir einfach so eine ganz kleine, billige Scheune. Dann nehmen wir dann auch die Tür raus. Holzdach mit Kanten, da müssen wir dann welche bauen.
Und ein kleines Zäunchen bauen wir noch rum. Da brauchen wir dann wieder die Dinger. Die Holzböden. Filmmodus. Ah, verdammt, ich hab den Boden, ne? So. Wird halt eine langgezogene Scheune. Na, scheiße. Nein! Ja, ich mach's mir gerade wirklich schwer. Warte mal, hier raus da. Irgendein Depp hat hier sein Zeug hingebaut. So. Das können wir zumachen. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Einfach nichts dazu sagen. Mal den Boden austauschen. So. Genau. Dann verbindet sich das, ja. Das heißt, wir machen das so, so, so. Genau. Dann brauchen wir innen drin, soweit ich noch weiß. Wir brauchen einen Heuballen, wir brauchen wahrscheinlich Töpfe. Wir brauchen eine Kiste. Wir brauchen eine Kiste. Wir brauchen eine Kiste. Kiste, da. Wir brauchen Landwirtschaftswerkzeuge. Wir brauchen einen Weizensack. Keinen blöden Sack, nein, einen Weizensack. Holz und ein Seil, glaube ich, auch, ne? Okay, wir stellen jetzt erstmal das Heu hier rein. Das Holz ins Eck, das Seil daneben. Landwirtschaftswerkzeuge stellen wir hier zwei hin, da eine Kiste. Reicht das schon? Da ein Sack und da ein Sack. Noch irgendwas? Ah, ich glaube, ich brauche zwei so Dinger. Verdammt! Ich muss nachschauen. Schummriges Blablabla, rustikales Bad, Dampfbar, Essensküche. Scheune da. Topf fehlt noch. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das ist dieser eine Topf, der noch fehlt. Kleine Scheune. Passt, dann haben wir das auch. So, dann können wir jetzt dann noch kurz was bauen. Dächer waren hier, ne? Nein, Dächer waren hier, ne? Da.
Das hätten wir. Oh, einmal mal 20 Stück. Bauen wir auch so wie das andere. Verdammt. Ist hier noch eine kleine Scheune. Wir brauchen auch wieder anderes bisschen, wie wir schon sagten, oder wie ich schon sagte, um ein bisschen Kontrast zu schaffen. Aber deshalb machen wir es grau. Einfach, weil ich gerade Bock auf grau habe. So. Ah, es war so klar. Ah, wirklich. Friss! Stopf dich voll, Alter! Friss oder stirb. So. Was zur Hölle ist das jetzt? So ein Käse. Oh, Alter. Wer scheiß ernst? So, so, so. Ich sag nur mal. Oh. Immer, immer. Immer, immer. Mit einem ab. Nein! Haben wir zwei Abstand. Eins, zwei, so. Eins, zwei, so. Eins, zwei. Verdammt. So, passt. Machen wir jetzt hier. Rausgenommen. Ich glaube, ich nehme doch wieder die anderen Fenster. Nur das mal die offenen. Wow. So, so. Nein, hör auf! Nein, er zittert eigentlich! Du Arsch, das, genau das wollte ich verhindern. Ich hasse dich gerade.
So. So, so. Hä? Ah, shit. Warum sind da... Oh. Deswegen. Ja, ich muss eh nochmal umsetzen. Wo habe ich das denn Heuhaufen wieder hin? Da müsste das sein. Alter. Jetzt wird's peinlich. Ja, es geht. Natürlich habe ich die Dinger auch neu. Alter, wo hab ich die hin? Hartholz? Hallo? Ach, da ist es. Jetzt. Kurz noch ein paar Lichter. Neu? Holzdach Innenecke. Oh, weil ich den Scheiß mit dem anderen Hammer abgebaut habe, ne? So. Was wollte ich jetzt? Genau. Ey, wir machen jetzt das dazu, dieser Abgrund, das stört mich. Hä? Oh, da ist eine Pflanze. Oh, da ist jetzt mehr wie eine Pflanze. Stimmt, das können wir ja so machen. Mich stört es übrigens nicht, falls das irgendjemand schon mal überlegt hat, dass das unterschiedliche Farben hat. Weil das eine ist ja Wald und das andere ist normal. Oder Zitronengras, glaube ich, steht da immer drin. Ich finde es sogar ein bisschen... Das schaut eigentlich ganz gut aus, wenn das ein bisschen unterschiedlich ist. Ihr könnt ja übrigens auch, wenn ihr zumindest genug Steine habt, um Gras auszutauschen, und ihr habt schon irgendwas mit unendlich, ich sag mal, ihr habt unendlich Holz. Das war das erste, was ich gekriegt habe. Ihr könnt so viel austauschen. Ihr baut unendlich viele so 1000 oder 2000 so Dinger und schon könnt das. Könnt ihr alles austauschen. So, an der Stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Kurzer letzter Blick noch auf meinen Bauernhof. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Dragon Quest Builders 2. Ich bin manchmal so verpeilt. Macht's gut und Servus.